wir sind bei Versuch 800, was Sinnvolles zu machen. Oh, guck mal, wir haben... Nehmen wir den Kack-Käse mit, anstatt das Schild. Die Pepsi ist schon offen, weil es ist schon der 80. Run. Ich dachte, der Run eben war gut, deswegen habe ich sie aufgemacht, aber sie war nicht gut. Happens. Obergeron 8, wir haben kein Geld, wir bekommen weniger Geld. Quasi wie im echten Leben. Jedes Jahr weniger Geld, jedes Jahr bekommt man weniger Geld. Ist doch schön. Und man schadet auch mit keinem Geld, das ist auch wie im echten Leben. Außer man hat irgendwie reiche Eltern, aber wer hat bitte schon reiche Eltern? Ich nicht. Ich meine, rein, ich sag mal, marktwerttechnisch wären sie wahrscheinlich reich. So, aber wirklich Geld zum Ausgeben haben sie halt keins, also. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass sie unbedingt reich sind, aber hey. Das ist, ein Thema für eine andere Diskussion. Wo geht's überhaupt lang? Ich versuche einfach mal irgendwie hier so mich so durchzuschlängeln. Nehme ich noch ein bisschen Geld mit? Ich nehme noch ein bisschen Geld mit. Nein, Geld nehme ich mit. Fragezeichen können richtig nice sein, können aber auch absoluter Scheiß sein. Nice, wir schmeißen einen Stein weg. I like it. Ich wollte in die andere Richtung. Nehmen wir halt die Kiste hier mit. Auch okay. Auch okay. Wo sind eigentlich die Shops? Da hinten. Ja, bis dahin können wir ein bisschen Geld trotzdem sammeln. Ne? Bis, geben es halt vorher nicht für Heals oder sowas aus, hoffentlich. Und dann passt das schon. Oh, nett. Mach nochmal. Mach mehr. Wir spielen auch übrigens mit 2x-Beschleunigung jetzt. Einfach weil 1,5 langsam ein bisschen langsam aussah. Wir gucken mal, das. Leider gibt es kein 2,5 im Fach. Das hätte ich wahrscheinlich fast schon bevorzugt. Ja, weil die nächste Schritt ist direkt ein ganzer Schritt auf dreifach, aber. Hey, was soll's? Fuck off. Wir schaffen es trotzdem. Weil wir sind ja Geniuses. Heilen wir uns und wir nachladen. Vielleicht mit dem Käse können wir ein Nachladebild bauen. Komm, schütteln wir den Baum für das scheiß Ei. Haben wir in der nächsten Map vielleicht nette Sachen, die wir mitmachen können. So, wir brauchen 30 plus 45. Das heißt, wir brauchen 75 Gold. Um beide Shops mitzunehmen und in beiden Shops ein Item loszuwerden. Ein Stein loszuwerden. Weil ich will möglichst wenig Shit haben. Bin ich ehrlich mit euch? Das ist so mein Ziel. Laden wir mal nach. Kriegt halt ein bisschen Damage. Und ich kann mich heilen. Haben wir alle was davon. Ja, ich spiele das den Refresh da oben gleich an. Ist okay. Aber erstmal lade ich nach und die kriegen Damage. Na, ihr seht, das Potenzial ist da für ein Nachladebild. Das ist generell nicht schlecht. So, ich spiele das Geld an, dann habe ich genau 75 Geld, also safe. So, wir gehen weiter. Nehmen das Fragezeichen. Nehmen nicht das Fragezeichen. Arschloch. Ich meine, warum? Warum musste das jetzt passieren? Warum hätte er nicht einfach das Fragezeichen nehmen können? Warum macht er sowas nicht? Und warum avoidet er schon wieder alle Bomben? Muss ich schon wieder manuell hier nachhelfen? Bomben! Oh, Bomben funktionieren ja. Na, aber dann nimmt er auch direkt alle auf einmal mit, ne? Egal, solange wir keine HP verlieren. Wir müssen nach rechts. So. Gehen wir safe nach rechts. Holen uns gleich den Shop. Alles wird gut. Für jedes Mal, wenn das Brett erneuert wird, dem anvisierten Schaden zu der Anzahl der erneuten... Gehen wir halt beim ersten Nachladen keinen zusätzlichen Zug. Spielt in unsere Hände. Wir nehmen den safen Shop natürlich mit. Anstatt irgendwie ein extra Item durch die Dinger zu holen, durch die Fackeln. Weil wir auch keine Lunte oder sonst was haben. Mate, das Schutzschild ist da. Während du nachlegst, kannst du keinen Schaden erhalten.
Das heißt, unser Ziel ist jetzt immer nachzuladen. Das heißt aber auch, unser Ziel ist es jetzt, im nächsten Gegnerfight 45... Warum? Warum? Sonst geht er immer nach links, ne? Bei sowas. Wenn ich da genau hinschieße. Okay, never mind. Fuck off. Ich hätte gesagt, wir müssen uns das 45 Gold uns gönnen, damit wir noch einen Stein wegschmeißen können. Damit wir öfter nachladen können, aber nö. Machen wir einfach nicht. Machen wir einfach nicht. Ich sammle trotzdem Geld ein. Weil Geld nett ist. So, stirb Schleim. Guck mal, dass wir den Refresh uns hier gönnen. Bombe gönnt er nicht, weil er ist natürlich ein Arschloch. Aber so kennen wir ihn ja. So. Pflanze, du nervst. Geh bitte weg. Mein Nachladen ist schon lustig, Nachladebild. Ne? Aber das Game will heute einfach nicht, dass ich die spiele. Das teast mir die Items jedes Mal. Und immer wenn ich die Combo habe, passiert doch noch Schwachsinn. Verbessere ein Orb. Ich kann mich nicht auf die verlassen. Aber wenn... Oder ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich gute Events kriege. Das heißt, die Orbs, die ich habe, die müssen gut sein. Seht ihr, ich kriege ein Garbage-Event, aber... Oh, das heißt ein Garbage-Event. Ist okay. Das Ding ist aber, ich glaube, ich kriege hier nichts raus. Kein Artefakt oder sonst was. Deswegen ist das so ein bisschen ein Garbage-Event, aber hey. Kriege ich ein Update daraus oder nochmal ein Heal vom Gegner. Obwohl, Full-Life bin ich eh schon. Weil ich mich ja mit jedem Nachladen heile. Was wir gar nicht mehr brauchen. Weil wir mit jedem Nachladen eh kein Damage mehr kriegen. Ich rüste auch zuerst die Steine auf. Fuck off. Aus dem ganz einfachen Grund, weil dann bin ich nicht so crit-dependent. Fuck off. Da will er mir schon wieder Steine unterjubeln, nachdem ich zwei Steine entfernt habe. Da hinten komme ich nicht hin. Schießen wir die Bomben auf. Und gönnen uns eine. 50 Damage. Ist verkraftbar. Nice. Und nachladen. Piu. Und geheilt beim Nachladen. Komme ich dazu? Crit? Nö. Also, Bombe. Und dann halt alles, was noch kommt. Geld, I guess. Ja, ich weiß, ich hätte nachladen können. Aber wir sind ja Freunde vom Nachladen, aber ich dachte mir hier, ich könnte vielleicht den Crit treffen. Tue ich aber nicht. Also hey. 40 Damage gemacht. 40 Damage ist nicht cool, aber hey. Wir fangen an. Ich nehme trotzdem, wenn ich kann, die Bomben mit. Aber wenn ich hier hätte nachladen können, für den Save 60 Damage natürlich. So, wir müssen den Refresh mal so ein bisschen freiräumen. Und uns den auch gönnen. Und natürlich nachladen. 80 Damage machen wir schon. So, mit dem nächsten Refresh haben wir quasi gewonnen. Fahr in die falsche Richtung zum Refresh, anstatt zum Crit. Aber ist auch egal jetzt. Weil jetzt haben wir gewonnen. Das ist scheiße, das ist okay, das ist okay. Ja, komm. Fliegen wir zu den Sachen hin, die gut sind. Ich nehme noch einen Schluck aus meiner Pepsi. So. Ja, ich weiß, hier sind Gegner, aber lass mich das Brett nochmal angucken. Wir wollen rechts über die Mitte nach links. Beide Shops mitnehmen. Ja. Das ist unser Plan. Ich würde sagen, versuch auch mal den Crit zu treffen. Dann macht das auch mehr Spaß im Leben. Das war jetzt nicht ganz so, wie ich das erhofft habe, aber hey. Solange ich hier noch keine Kackgegner habe, die, wie heißt es, die jede Runde mich abschießen, kann ich eigentlich auch Schwachsinn machen. Es ist auch egal, ob ich oft nachlade oder nicht. Dann will ich, glaube ich, sogar extra Geld haben.
netter Reload. Das Ei bewahren wir uns auf, weil der Päcklin Chefkoch, da gibt es so eine lustige kleine Quest. Wenn man dem das Ei bringt, dann gibt er einem extra Shit. Gönnen uns hier natürlich den Safe und Refresh. Weil selbst mit den Magneten ist er nicht immer fresh. Safe meine ich. Fresh ist er immer. Der Refresh. Joink. Ah, Magnet ist lustig. Wird halt aber auch von Packs angezogen, ne? Das war damals, glaube ich, nicht so der Fall, oder? War das damals auch schon der Fall? Keine Ahnung. Kritte, wo bist du? Ja. Ne? Wenn er nicht von Packs angezogen werden würde, hätte er den Crit jetzt getroffen. Egal. Der ist natürlich nice. Ich verbessere weiterhin etwas die Orbs, die ich dabei habe. Obwohl, ich könnte sogar jetzt mehr verbessern. Ich muss ja nur noch entfernen im Shop. Ja, komm. Davon will ich eh nichts haben. Wir wollen keine Orbs haben. Und das war zum Glück nicht hier. Obwohl, der Shop ist gut platziert. Den treffen wir eh immer. Es ist netter Shop. Der eiskalte Vorteil ist natürlich auch am Magneten. Egal, wo ich hinschieße, ich treffe zumindest irgendwas. Zack. Einmal nachladen. Ach, die haben ja gar keinen Zug bekommen jetzt, ne? Ja. Das ist nice, dass sie einmal im ersten Mal gar keinen Zug kriegen und beim zweiten Mal... mir keinen Damage machen. Das heißt, ich bin doppelt abgesichert. Das heißt, er kommt und stirbt beim Rumteleportieren. Und du machst hier dein Ding halt. Jetzt ist es auch mit dem Aim relativ irrelevant. Also, scheiß drauf. Ich nehme den safen Weg. To be honest, weil ich habe keine Verwendung für mehr Relikte. Also brauche ich den Relikt, den, wie heißt er, den Elite auch gar nicht anzugucken. So, die haben Schilde, das nervt. Aber Schilde kann man countern, indem man einfach Bomben reinwirft. Das war noch so, ich will den Crit. Komm, noch mehr Bomben? Nee? Nee, okay. Appreciate ich, dass du so ehrlich bist und sagst, du willst keine Bomben nehmen. Er weiß gar nicht, wo er hingeht, oder was? Habe ich jetzt eine Chance, da unten hinzugehen? Oder wie muss ich das verstehen? Ja, das hört sich gut an. Okay. Hat doch nicht so funktioniert, wie ich dachte. Ja, schießen wir einfach mal woanders hin. Das ist ein bisschen sus da in der Ecke. Da will ich gar nicht mehr hin. Bin ich ehrlich mit euch. Gehe ich lieber hier hin. Siehst du, da sind drei Bomben. Alles tut die. Und der Rest stirbt eh jetzt. So, damit wir den Pack den Koch aber auch bekommen, müssen wir natürlich... Sehr verlockend. Aber nein, danke. Nee, upgraden kann ich auch gleich. Wir wollen zum Shop. Wir wollen zum Shop. Das Ei können wir im Zweifel nämlich immer noch wegwerfen. Ein neues Brett mit jedem Nachladen. Mache ich irgendwas Sinnvolles beim Nachladen? Beim Erneuern? Nö. Das ist ganz hilfreich. Vielleicht mit dem Stein. Weiter geht's. Und dann links rüber. Na, nicht vergessen, links rüber. Sollten wir hier den Chef nicht finden, den Päcklin-Chef, werde ich das Ei wegwerfen, natürlich. Das Ei verschwindet ja eh, wenn ich es nutze, quasi. Zerbricht beim Auftreffen.
was ganz nett ist. Das Schwarzpulver ist einfach ein gutes, solides Item. Gutes, grundsolides Item. Das, ja. Hätte ich mir anders vorgestellt, aber gut, lassen wir das. Wo ist der Crit? War der Kacke. Aber hey, wir laden nach. Von daher. Oh mein Gott. Obwohl. Der Pelkin-Chef ist egal, wenn mein Bild funktioniert. Okay. Wisst ihr was, wenn ich gleich die Möglichkeit habe, schmeißt das noch weg. In dieser Runde, in diesem Fight. Ja. Im Bestfall auf den Crit. Und dann nochmal raufwerfen. Weiß gar nicht, ob ich jetzt geheilt habe oder nicht. I don't fucking know. Das ist okay. Bis dahin habe ich das Geld noch zusammen. Unten durch. Ja. Flieg in die richtige Richtung. Ach, Feuerbälle will ich doch gar nicht. Weg mit euch. Wir müssen jetzt nur noch 10 Geld gleich einmal machen. Jedes Nachladen verleiht 1 Balance. Don't mind if I do. Don't mind if I do. Ich hatte zwar das Sprengpulver, aber ich wollte safe nach links kommen. Das heißt, wenn ich nachlade, habe ich gleich extra Damage? Oder wie muss ich... Hallo, ist gut! Berüchtig. Balance. Ja. I don't know, ob das gut ist oder schlecht ist, aber... Nice. Warte mal, was ist das für ein... Ja, okay, der hier. Gut. Balance? Alter. Vielleicht ist es okay, wenn ich nur mit einem Orb spiele. Weil der jede Runde einfach stärker wird. Und ich mich jede Runde heile und nachlade. Es ist definitiv ein interessantes Bild. Sagen wir es mal so. Und tot. Und tot. Oh, noch nicht ganz. Alter. Ich bin so ein bisschen erstaunt, wie gut das gerade alles funktioniert. Und weiter geht's. Die Balance behalte ich aber, glaube ich, nicht. Also es wäre dumm. Ja. Wir nehmen den Stein für extra Damage. Ja, whatever. Lad mal nach. Wir nehmen übrigens den Stein für extra Damage. Der Stein macht jetzt, was er will. Sogar den Crit treffen. Wenn wir jetzt noch On-Hit-Shit hätten, ne? Obwohl, On-Hit-Shit ist gar nicht so wichtig mehr, ne? Es reicht langsam mit dem Damage. Wenn wir überwältigend hätten, das wäre nice. Ein Orb überwältigend. Boink. Aua, aua. Ich heile 6. Gut, ich habe eine Pflanze quasi mitigiert. Wow. War das scheiße. Der Refresh ist aber auch echt wieder an der schlechtesten Stelle possible. Naja. So mache ich plus minus 0 eben. Wenigstens. Guck mal, dass ich irgendwie da so ein bisschen aufräume nach unten hin. Das ist schlecht, ne? Der schießt den Shit ja zurück. Aber pass auf. Ich bin ja ein Profi. Ich werfe den einfach ins Nichts. Shit, ich hab doch noch was getroffen. Na, 1. Das kann ich wegheilen. Ich sagte, ich werfe ihn ins Nichts.
Passiert nichts. Er kriegt Damage. Ich heile mich. We love it. Joink. Ab in den Shop. Okay. Ich kann ein Orb entfernen. Oder ich kann einfach mehr Orbs ablegen. Der Vorteil ist am Orb ablegen, ich kann immer noch Sachen anschießen, wenn ich lustig bin. So, aber praktisch werfe ich jetzt einfach beide Bälle weg, mach Schaden. Werf beide Dinger weg, mach Schaden. Werf beide Dinger weg, mach Schaden. Ja. Cool. Na, ich will auch ein bisschen Geld sammeln. Muss noch ein bisschen Geld sammeln. Würde ich würde es geil finden, wenn ich einen Blitzorb oder so hätte. Im Zweifel, um Geld zu sammeln. Und halt sonst einfach nichts. So, und den halt immer durch die Gegend werfe, so. Wolltest du den Crit nicht treffen? Verstehe ich. Ist okay. Nice. Das ist ein sexy Bild. Okay, ja. Da hätte ich einfach beide Bälle wegwerfen müssen, weil dann hätte ich keinen Schaden bekommen. Aber hey, man kann nicht alles im Leben. Nimm den Crit doch mit, du Arsch! Kann nicht alles im Leben haben. Außer natürlich ein geiles Packlet-Bild. So, jetzt ist er auch schon tot. Lustiges Bild. Lustig. Können wir auch nicht mal Tropschka mitnehmen? Weil wir brauchen ja jetzt die Orbs eh nur noch zum Money Farm. Da ist der Shop. Wir suchen ihn uns. Weil mit einem Crit macht er immer noch viel Damage. So ist ja nicht, ne? Und die bleiben einfach gleich stehen. So, upp. Weil ich nachlade. Und jetzt sind die mir zu nah, jetzt will ich nicht mehr. Nö. Nö, bitte gehen Sie wieder. Was wollt ihr tun? So, jetzt mal ganz ehrlich, was wollt ihr tun? Ich hab einen 18er Crit. Der skaliert einfach. Lustig. Geh einfach da runter jetzt, bitte. Gehen wir gleich nach rechts, holen uns den Shop und dann ist alles tutti paletti. Guck mal, und jetzt muss ich auch keine Angst haben, dass der Spiegel mich umbringt. Weil ich einfach die ganze Zeit nachlade. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Ne, aber jetzt mache ich schon 60 Damage. Jetzt mache ich schon 80 Damage. Jetzt sind es 100. Wird ja immer mehr. So, und wenn ich einen geilen Dings sehe, einen geilen Schuss, dann nehme ich den. So wie jetzt. Fast das ganze Gold abgeräumt. Joink. Und weg mit ihm. Wir müssen nach rechts. Müssen wir nach rechts? Ja, doch. Was das Spezialrelikt war, das Ding, wo ich durchfalle, ne? Ja, brauche ich ja gar nicht. Oh nein. Ja, wir haben es geschafft. Ich hasse die Dinger, ne? Dann, wenn man es braucht, kommen die Dinger, wo das ein bisschen funky wird. Welch mit dem Stein?
Na komm. Nimm mal die Kerze mit. Warum auch nicht? Haben wir wieder die lustige Bombenkombo. Auch wenn wir sie nicht brauchen. Nicht mehr. Er hat keine einzige Bombe getroffen. Interessant. Triffst du jetzt eine Bombe? Ja. Nice. Sweet. Ja, töte das Ding nicht mal. Guck mal, der Matroschka-Effekt ist auch raus. Nach dem ersten Mal angreifen quasi. Oder nach dem ersten Mal nachladen. Dadurch, dass er ja hoch skaliert. Wenn du irgendwie da hoch nochmal zum Refresh kommen würdest, wäre ganz nett. Muss aber auch nicht. Ich greife hauptsächlich an, weil die mir aktuell eh keinen Damage machen, bis ich den Damage direkt weghole, heil, und weil es dann schneller geht. Na, wisst ihr Bescheid. Ich hätte auch auf den Crit schießen können, aber das hätte ja Sinn ergeben, also lassen wir das. Und jetzt will er nicht hochfliegen zu dem Crit, ne? So ein Arsch. Wir machen 160 Damage schon, ne? Mit einfach nichts tun. Wir könnten mit nichts tun 160 Damage machen. Beziehungsweise sogar noch mehr. Ich gehe links rum, werf im Shop noch was ab und gucke, ob ich hier im Shop noch einen lustigen Ball mitnehme. Gucken wir mal. Also nach links. Genau, desto weniger Gegner, desto besser. Muss nur einen Crit natürlich treffen. Aua. Er hat mich gehauen, Mama. Bitte. Nice. Der macht ja minus 2, ne? Ich muss zweimal nachladen, damit ich überhaupt normalen Damage mache. Komm schon. Den hättest du auch treffen können. Ja, ungefähr so. Hab keine Ahnung, wie viel Damage das gerade war, aber anscheinend genug. Und weiter nach links. Weil wenn wir unseren letzten Orb verlieren, dann spielen wir quasi instant. Ach, duplizieren. Wer kommt denn auf die dumme Idee, was zu duplizieren? Oh, das war ein nicer Shot. Alle Angriffe plus 1 plus 0. Ist okay. Und... Yay! Extra Item. Wenn wir uns heilen, heilen wir uns mehr. Gut. Nicht, dass wir uns mehr heilen müssen, weil wir haben das Game basically gewonnen. Komm, wir versuchen sie mal abzufangen. Nö. Hat nichts gebracht. Okay. Ich möchte übrigens einen Orb entfernen. So, ich nehme jetzt... Ah, ich kann noch nicht die Hände vom Spielfeld nehmen. So. Willkommen zu meinem, zu meinem lustigen Pac-Man-Run. Ich lebe jetzt zurück und trinke was. Wenigstens haben wir plus 2 ausgewählt, dann geht das alles ein bisschen schneller. Ich will auch eigentlich gar keinen Orb mehr auswählen. Bin ich ehrlich mit euch. Auch wenn es bestimmt lustige Orbs gibt, das ist viel lustiger so. Einfach nichts tun. Ja, nehmen wir noch den Pokerchip mit. Nicht, dass wir ihn brauchen, aber wir nehmen ihn mit. Oder wir kriegen ihn sogar beim ersten Mal. Ne, also wenn ihr nicht wisst, wie ihr Orbageddon gewinnt, schmeißt einfach alle Orbs weg. Ne? Ihr braucht keine Orbs. Es läuft einfach. Er heilt sich? Unfair, das darf nur ich. Der denkt sich so, was zum Fick ist das? Er wartet einfach nur, er bringt uns um mit nichts tun. Weil in echt sterben die einfach durch Alter jetzt.
Ich muss nur hoffen, dass ich mehr Damage mache, als die sich heilen. 70. 140? Ja doch. Das passt. 80. Ja, ich skaliere einfach viel besser. Ich skaliere quadratisch. Praktisch gut. Ja, und was geht bei euch so? Was habt ihr noch so Silvester geplant? Raclette? Ist ja klassischer. Oder Fennekiss, aka Raclette für Arme. Man kennt es ja. Oder vielleicht Burger machen. Ich habe heute Burger gegessen. Ne? Das Doofe ist, ich muss. Es gibt halt alles immer nur in Viererpacken. So. Es gibt Viererbrötchen und halt 500 Gramm Hackfleisch, also hier Rinderhack. Und 500 Gramm, so wenn du zwei oder einen Burger nimmst, 500 bis 250 Gramm Patty, ist viel. Deswegen mache ich da einfach vier draus. Passt auch mit dem Brötchen besser. Ess heute zwei, morgen zwei. Ist nicht das Gesündeste. Aber was willst du machen? Das hier ist auch nicht gesund. So, es wird auch immer mehr. Jede Runde. Nee, ich skaliere gar nicht quadratisch. Ich skaliere linear. Bin ich dumm. Aber da ich mit 20 jede Runde skaliere und er nur mit 10, gewinne ich. Und er ist tot durchs Warten. Ist das dumm. Mach davon mal einen Screenshot. Zack. Und wir sehen uns mal wieder bei Orbageddon Level 9 dann gleich. Was ist gleich? Nächste Woche. Selbst zugefügter Schaden durch rote Bomben ist erhöht. Es ist nicht so schlimm. Ist fürs letzte Runde natürlich schlimm, aber hey. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lustiger Run. Bye-bye.